Rapper bei der Arbeit. Tom, gib mal den Part. Ich kann ihn nicht. Ich auch nicht. Ah, nee, ich hab mich schon von Selbstbewusst. Ich gehe weiter zu die deutsche Rapper in die Tiefe. Ich bin ein arbeitsloser Hurensohn. Das perfekte Schema für eine Rap-Qualifikation. Von deiner Beatwahl bekomme ich AIDS in den Ohren. Ein Opfer wie du ist leider nicht zum Battle-Rap geboren. Mutter ist stolz, denn du bist der Beste in deiner Crew. Das Witzige ist, du bist der Einzigste in deiner Crew. NLE, bei uns im Massenträger nicht gern gesehen, weil wir die Aussage solcher Spasten leider nicht verstehen. Echt jetzt, Alter, das ist so 2011. Mann, ich spuck dir in die Fresse, du hässlicher Nuttensohn. Es tut mir leid, doch bei schlechten Rappern zeigt sich immer wieder mein Tourette-Syndrom. Themawechsel, deine Alte ist wie Minigold, ich loch bei ihr ein. Sorry, ich meinte, deine Mutter ist wie eine Pringeltose, mein Arm passt da rein. Das ist ATB, AK, das VBT für Zurückgebliebene. Geh auf die Straße und bette dort und blamier dich nicht im Internet. Wenn du selbst findest, deine Runden fest. Lol. NE, trotz der Schuhe von Selbstbewusst, ich sehe weiter zu, wie deutsche Rapper in die Tiefe gehen. ATB, die 100 Euro auf die Straße legt. NE, die für ein paar Sternis auch mal nach draußen gehen. ATB ist keine Rapper-Ausstattung, sondern ATB. Ich bin ein Hurensohn und versuche mich selber zu dissen. Das ganze Teilnehmerfeld ist Racker als ich. Ich bin jetzt 15 und immer noch kein Superstar. Aber wenn ich so die anderen Rapper sehe, müsste ich das längst schon sein. Mülltonnen werden nach Kleingeld ausgeleert. ATB ist das Einzige, was ihr vollbracht habt. Scheiße auf Scheiße komponiert. NEE, Econ, Serac und der Dritte. Der Dritte nimmt heute leider nicht den Part auf, weil er weiß, dass er fettere Konkurrenz braucht. Ich bin jetzt 15 und darf rauchen, ist jetzt 24 und ja, nichts weiter eigentlich. Ja. Oh mein Gott. Adlib. Adlibs, oh mein Gott, geil. Adlibs, sheesh, yeah.